Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, im digitalen Zeitalter kann jeder ganz einfach mit seinem Smartphone die ganze Weltöffentlichkeit erreichen, kann seinen Hass, seine Hetze gegen Andersdenkende, gegen Anderslebende, Andersglaubende, politische Minderheiten in die ganze Welt hinaus posten, kann jedem einen Tod an den Hals wünschen, er kann Vergleiche mit niederen Tieren andichten, er kann sich mit seinen zarten Brüsten wie zuletzt der Kindermörder aus Herne. Oder er kann sich auch an seinem Arzt rächen, dem er vielleicht auf einer Plattform zur Bewertung von Ärzten etwas einstellt, was nicht der Wahrheit entspricht. Und damit müssen die Betroffenen umgehen. Was das machen kann mit ihnen, das hat diese Woche auch eine Studie zum Cybermobbing dargelegt, worunter Jugendliche zum Beispiel extrem leiden. Trotzdem ist man dem ausgeliefert und man ist in seinen Grundrechten, in seinem Persönlichkeitsrecht zutiefst verletzt und betroffen. Auf der anderen Seite, Facebook löscht Einträge. Zum Beispiel den Text des früheren Radiomoderators Domian, der sich mal kritisch zur katholischen Kirche geäußert hatte, passte Facebook nicht. Oder die ganze Seite des Islamkritikers Imad Karim, weg. Mittlerweile wieder da, aber zunächst mal gelöscht von Facebook. Zwei Beispiele, in denen die Nutzer dieser Plattform in ihren Grundrechten betroffen sind, aber wo hier Grundrechte auch aufeinandertreffen. Auf der einen Seite das Grundrecht eben der Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite das Grundrecht auf Schutz in der Persönlichkeit. Und das in einer Anzahl, die es sehr schwer bis unmöglich macht, das alles in der Gründlichkeit des einzelnen individuellen Gerichtsverfahrens zu klären. In vielen Fällen sind die Dinge eindeutig, da werden wir uns alle ganz schnell einig hier. Aber es gibt eben auch ein paar Fälle, wo es schwierig ist, das abzugrenzen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass Eile geboten ist, denn jeder Post wird schnell weitergeklickt, gespeichert und ist uneinholbar in der Welt. Also eine ziemlich schwierige Ausgangskonstellation, in der Grundrechte auf beiden Seiten konträr gegenüberstehen. Für uns ist klar, hier besteht Handlungsbedarf. Das, was sich im Moment an Hass und Hetze im Netz abspielt, das ist unerträglich und das müssen wir unbedingt bekämpfen und eindämmen. Und Ausgangspunkt ist die große Zahl eindeutig rechtswidriger Äußerungen im Netz. Wir haben hier jetzt einen Vorschlag vorliegen, der ein Beschwerdemanagement vorsieht, der im Übrigen an der materiellen Rechtslage nichts ändert. Was zur Meinungsfreiheit gehört, was man sagen darf und wo die Grenze überschritten ist, in dieser bewusst weiten Grenze, die Deutschland der Meinungsfreiheit eben auch einräumt, oder die bewusst weiter Rahmen, den wir in Bezug auch auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit dem einräumen, ist überhaupt nichts zu ändern. Trotzdem ist aber auch jetzt schon klar, dass Meinungsfreiheit nicht uneingeschränkt gilt, sondern dass man auch Grenzen hat, wenn es um eine strafbare Beleidigung geht, wenn es um Verleumdung geht, wenn es um Volksverhetzung geht. All das wird durch dieses Gesetz hier nicht geändert. Und noch etwas anderes wird nicht geändert. Auch jetzt ist schon die Plattform, die dazu eben die Möglichkeit bietet, mitverantwortlich für die Rechtsverletzungen, die dort passieren. Das sind Grundsätze der Störerhaftung des deutschen Zivilrechts. Und das gilt zum Beispiel für Zeitungen. Auch die müssen bereits jetzt schon prüfen, ob redaktionelle Texte, Leserbriefe diesen Maßstäben gerecht werden. Sonst dürfen sie auch in der Zeitung nicht veröffentlicht werden. Auch an dieser Stelle haben wir also schon ein Prüfungsrecht, eine Prüfungspflicht durch eine private Stelle, durch die Zeitung. Was hier in der analogen Welt gilt, das muss nun auch übertragen werden in die digitale Welt. Leider ist es so, dass viele Internetplattformen dem nicht nachkommen. Wir haben ja Zahlen. Bei Facebook waren es nur 46%, bei Twitter sogar nur 1% von Meldungen, die eindeutig kritikwürdig waren und dann aber nicht entsprechend reagiert wurde darauf. Es beginnt schon damit, dass die Betroffenen dann keine zustellungsfähige Adresse finden. Und dann, wenn es sogar gemeldet werden kann, passiert lange Zeit gar nichts.
Das können wir so nicht stehen lassen. Leider haben wir hier schon sehr viel Zeit mit runden Tischen verbracht, mit freiwilligen Appellen, die nichts gebracht haben. Leider stehen wir jetzt hier unter einem erheblichen Zeitdruck, gegen Ende der Legislaturperiode noch etwas Vernünftiges auf die Beine zu bekommen, das auch noch abzustimmen mit dem Notifizierungsverfahren in Brüssel. Und da hätten wir uns sicherlich einen großen Gefallen getan, das deutlich früher in Angriff zu nehmen. Es ist leider nicht früher dieser Vorschlag aus dem Ministerium gekommen. Wir haben nun einen Vorschlag, der eine schnelle Prüfung verlangt, innerhalb von 24 Stunden, muss reagiert werden, bei schwierigen Fällen innerhalb von einer Woche. Das alles unter der Aufsicht des Bundesamts für Justiz, das aber nur das Verfahren prüft. Muss man hier auch noch mal klarstellen, hier gibt es keine inhaltliche Kontrolle, wenn ein Bußgeld dann auf die Behauptung der Rechtswidrigkeit gestützt werden soll, dann brauchen wir ein Vorentscheidungsverfahren bei Gericht, das dann mit der entsprechenden Expertise und Legitimation entscheidet. Nun gibt es von beiden Seiten ja schon heftige Kritik. Im Bundesrat gibt es schon eine Initiative, die das Gesetz verschärfen will. Aus dem Lande Bremen und im Rechtsausschuss des Bundesrates haben auch alle Länder zugestimmt, dass vor allem der Anwendungsbereich noch weiter wird. Wenn es zum Beispiel um kompromittierende Bilder geht, wenn es um Aufruf zu erheblichen Straftaten geht, das ist ja bisher noch gar nicht erfasst. Und außer Bayern und Sachsen haben alle zugestimmt, also auch alle Parteien sozusagen sind dabei vertreten, hier zu fordern, dass wir das Gesetz auch noch verschärfen. Auf der anderen Seite gibt es die heftige Kritik mit der Sorge, dass hier eine Zensur stattfände. Und dann besonders schön gibt es auch diejenigen, die zuerst gesagt haben, es kommt viel zu spät, es ist viel zu lasch, und jetzt aber sagen, sich um 180 Grad gewendet haben und nun von angeblicher Zensur sprechen. Da muss man sagen, man kann eben nicht beides haben. Wir müssen uns aber die Kritik nun wirklich von beiden Seiten ehrlich anschauen und schauen, wie wir das auch noch aufnehmen können. Was können wir noch verbessern? Und ein guter Ausweg könnte sein, in diese Kontrolle weniger Einfluss des Unternehmens selbst zu bringen, weniger Staat einzubringen, mehr pluralistisch organisierte Selbstkontrolle einzubringen. Ich glaube, der Vorschlag ist ja schon gemacht worden. Es würde sich lohnen, hier mal das Verfahren der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft anzuschauen, bei der Freigabe der Alterseinstufung zum Jugendschutz. Ein solches Verfahren könnte mehr Akzeptanz und mehr Vertrauen der Betroffenen auf beiden Seiten ermöglichen. Wenn das ein Weg ist, sollten wir diese Chance nutzen. Ich möchte nur noch kurz einen weiteren Punkt ansprechen. Wir brauchen dann, wenn die weiten Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten worden sind, auch Möglichkeiten, die persönliche Verantwortlichkeit des Urhebers dieser von Hass und Hetze auch durchzusetzen. Und dafür brauchen wir einen Auskunftsanspruch, die Möglichkeit, die Identität aufzudecken gegenüber dem Plattformbetreiber. Hier ist jetzt eine Rechtsgrundlage vorgesehen, dass der Plattformbetreiber das herausgeben darf. Wir müssen aber noch einen Schritt weitergehen und den Auskunftsanspruch, den die Rechtsprechung bisher nur aufgrund von Treu und Glauben gibt, hier ganz klar normieren und regeln. Es geht nicht um die Abschaffung von Anonymität und Pseudonymität, auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass wir uns im freien Austausch der Meinungen auch mit offenem Visier begegnen sollten. Jedenfalls muss aber Anonymität dann ein Ende haben, eine Grenze haben, wenn es um krasse Rechtsverletzungen geht. Dann müssen die Opfer die Möglichkeit haben, diese Daten zu bekommen, sonst sind sie letztendlich schutzlos gestellt, und das kann nicht das Ergebnis sein. Gerade der Schutzmantel der Anonymität hat auch oft dazu beigetragen, dass die Hemmschwelle für Hass und Hetze so gesunken ist im Netz. Und das Wissen, dass das im Fall des Falles auch mal aufgehoben werden kann, kann da schon heilsam wirken. Wie gesagt, es ist schade, dass wir erst so spät in diese Beratungen hineingehen. Ich denke aber, wir müssen da mit der notwendigen Gründlichkeit herangehen, weil es die Sache wert ist. Wir müssen den Opfern helfen, ohne die Meinungsfreiheit einzuschränken. Dankeschön.
Nächster Redner ist der Kollege Konstantin von Notz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.